Herzlich willkommen in München. Heute freue ich mich riesig, dass ich die Deutschlandpremiere von Threewheeling hier in den Rio Filmpalast holen könnte. Gleich geht's los. Wir sind knapp 100 Leute, die uns riesig darauf freuen, den Film zu sehen. Das erste Mal, dass er außerhalb der Isle of Man in einem Kino läuft. Und ich kann es gar nicht abwarten. Viel Spaß. Welcome, greetings to everyone. Let's get started. Now, everybody, come on. This is it. Here, everyone, hey, get the arms up. There we go. We're gonna get it going now. All right. Ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut. Das ist eine Geschichte gewesen, wo ich die Tage gezählt habe, bis es endlich losging. War tierisch gespannt. Ich habe den Film ja vorher auch nicht gesehen und war total begeistert. Also vom Set her, vom Plot her, die Musik, das war einfach ein geniales Teil. Beeindruckend, perfekt. Ich liebe es. Es ist einfach, ich komme ja nicht vom Motorsport, ja, und auch privat, aber es ist für mich einfach ein Erlebnis, das mitbekommen zu dürfen. Klasse, ich bin total begeistert. Also ich hab's bedauert, dass ich es während der DVD nicht geschafft habe, ihn zu sehen. Aber ich bin immer begeistert, dass ich ihn jetzt gesehen habe. Das ist der Hammer. Also es ist, ich habe mich anderthalb Stunden so gefühlt, als wäre ich mittendrin. Als wäre ich direkt jetzt dort. Also genau so, wie ich es dort live erlebe, habe ich es jetzt hier im Kino erlebt. Hammer. Ja, das ist natürlich schon ein gutes Gefühl und ich bin auch stolz drauf. Es hat jedem super gefallen und jeder ist begeistert. Immer wenn ich die Augen zumache, sehe ich diese Situation, wo die zu dritt, viert hintereinander mit dem Gespann unterwegs sind, Richtung Service Strait müsste es gewesen sein, und quasi die Kamera aus dem Boot raus. Also wenn man den Schnimmax noch gesehen hat, wie der geturnt hat, da kommt so richtig dieses Seitenwabengefühl rüber und da kriegt jetzt noch Gänsehaut. Wenn man die Bilder im Film sieht, dann fällt es schon schwer. Und man denkt dann schon wieder eine Sekunde nach, ob soll man es in Dormann probieren. Ja, aber dann wäre ich der Fahrer. Wow, was für ein großartiger Film. Ich habe jede Sekunde genossen. Es war einfach perfektes Zusammenspiel. Die Bilder auf der großen Wand zu sehen, der Sound dazu, die Musik dazu. Einfach perfekt inszeniert. Hut ab to Baumanx Productions für einen großartigen Film. Da hat sich alle Mühe gelohnt, jede Sekunde, die man im Vorfeld reingesteckt hat, um das hier auf die Beine zu stellen, jede Sekunde, die man mitgefiebert hat, kriegen wir das Haus voll genug. Großartig. Ich bin super glücklich. Wir hatten einen wunderschönen Nachmittag hier im Rio Filmpalast. Jeder ist mit einem breiten Grinsen und einem freudigen Gesicht raus. Und dann hat sich einfach alle Mühe gelohnt. Vielen Dank an Baumanx Productions, vielen Dank an das Kino, an alle, die gekommen sind. Wir machen das wieder. Den Film müsst ihr euch geben.